Wir erwarten morgen eine Großdemonstration, so hat sie zumindest der Parteichef der FPÖ, Herbert Kickl, angekündigt. Einige der Leute, die schon auf Demonstrationen der FPÖ waren, meinen, das sind dann manchmal bis zu 100.000. Wie sieht das die Polizei? Was kommt da morgen auf uns zu? Für Samstag sind mehrere Großdemonstrationen angezeigt worden. Wir haben eine größere Kundgebung im Bereich des Heldenplatzes, dann eine zweite Kundgebung am Schwarzenbergplatz und eine dritte im Bereich des Sigmund-Freud-Parks. Und am frühen Nachmittag, so ab 15 Uhr, ist dann laut Veranstalter geplant, dass dann am Heldenplatz die Versammlung in einer Ringrunde entgegen der Fahrtrichtung dann eine Marschkundgebung abhalten wird. Vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf letzte Woche, da war ja die FPÖ nicht beteiligt, da ging es eigentlich nur um die Demo der MFG und von Martin Rutter. Auch da war eine Ringrunde für 15 Uhr angekündigt, die ist dann aber irgendwie schon früher losgegangen und da gab es eine kurze Sperre. Wissen Sie, was da genau passiert ist letzte Woche? Grundsätzlich, der Zeitplan hält sich natürlich nach der Anzeige des Veranstalters. Es kann aber immer sein, dass dann vor Ort im direkten Dialog mit dem Verantwortlichen dann entschieden wird, dass man vielleicht früher oder später abmarschiert. Das ist dann immer sehr individuell zu betrachten. Grundsätzlich sind wir da auch flexibel. Und wenn es dann notwendig ist oder zu Anhaltungen einer Versammlung kommt, dann hat das meistens polizeiliche Gründe, dass vielleicht eben im Bereich der Versammlung strafbare Handlungen oder etwaige Vorbereitungshandlungen wahrgenommen werden könnten. Wie uns kolportiert wurde, war es eben letzte Woche gefährliche Gegenstände, die da scheinbar von der Polizei gesichtet wurden. Scheinbar ist da auch alles in Ordnung gegangen, weil ja die Demonstration dann weiterging. Sie beobachten ja auch Social Media. Wie sieht es da im Vorfeld der morgigen Demonstration aus? Wir führen natürlich im Zuge der Einsatzplanung auch Vorfeldrecherchen in den sozialen Netzwerken. Da nehmen wir natürlich auch wahr, dass auch für die morgige Versammlung mobilisiert wird in den verschiedensten Gruppen, sei es Telegram, Facebook oder Twitter. Und wir rechnen schon damit, dass es wieder morgen mehrere tausend Teilnehmer geben wird bei den drei Versammlungen beziehungsweise dann bei der Marschkundgebung rund um den Ring. Bleiben wir kurz bei den Zahlen. Eine der größten Demos war, glaube ich, der 11. Dezember mit, wie die Polizei sagt, um die 45.000. Die Veranstalter meinen, es wären weit über 100.000 gewesen. Das dürfte aber vermutlich nicht ganz stimmen. Jetzt war die letzte Demo um die 40.000. Also es wird tendenziell weniger. Glauben Sie, dass es morgen eher weniger ist oder wird es morgen wieder ein bisschen größer sein? Es wäre jetzt im Vorfeld etwas spekulativ anzugeben, wie viele wir tatsächlich erwarten. Wir gehen auf jeden Fall da schon davon aus, dass es mehrere Tausend sein werden. Aber natürlich spielen viele Faktoren eine Rolle. Natürlich Mobilisierungsgrad der Veranstalter, das Wetter eventuell oder sonstige Gegebenheiten. Daher können wir jetzt nicht faktisch sagen, ob es jetzt mehr oder weniger sein werden als letztes Mal. Aber wir gehen, wie gesagt, schon von mehreren Tausend Teilnehmern aus. Sie kommen ungefähr mit genauso vielen Polizisten wie letzte Woche, über 1.000 Mann, oder? Wir haben aufgrund der Einsatzlage wieder etwas über 1.000 Beamte kommandiert. Ja.